Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, Herr, würde mir der liebe Gott einen Wunsch gewähren, dann würde ich mir wünschen, ein Interview oder mehrere Interviews machen zu dürfen mit dem Pfarrer Johann Künzli. Ist leider nicht möglich, weil er ist schon seit 75 Jahren verstorben. Aber sein Schatz, seine Schatztruhe, die ist noch immer da. Und viele, viele Menschen, insbesondere in der Schweiz, aber auch weltweit, haben diesen Schatz noch. Aber es ist Zeit, heute in dieser Sendung einfach wieder mal darüber zu reden und Ihnen zu sagen, es gibt diesen Schatz noch über die Pflanzenheilkunde. So, heute habe ich eine Dame eingeladen, die uns noch viel, viel mehr über ihn erzählen kann und auch wird. Ganz herzlich willkommen, Anne-Kathi Keller. Schön, dass du da bist. Ja, Anne-Kathi, du hast einen Verein gegründet, wo es darum geht, dieses Erbe von Johann Künzli zu erhalten und wieder eigentlich neu in die Welt hinauszutragen. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Unser Ziel ist es, uns mit dieser Persönlichkeit zu beschäftigen. Und es fasziniert uns sehr, was dieser Mensch alles erarbeitet hat. Und das hat uns gepackt und so haben wir über die Organisation Verein haben wir unsere Ausstellung geplant und aufgebaut und sind nun mit dieser Ausstellung unterwegs. Mhm. Ausstellung, ich habe gehört, über 7 Jahre seid ihr jetzt mit Ausstellungen beschäftigt. Ja. Um dieses, also nur in der Schweiz oder international? Nein, wir bleiben in der Schweiz. Es geht ja um den Kräuterpfarrer Johann Künzli und er ist ein Urchiger, Urschweizer. Er hat viel Schweizerdeutsch gesprochen. Wenn aber Gäste um ihn herum waren, die das Schweizerdeutsch nicht verstanden, dann hat er sich bemüht und ihre Sprache gesprochen. So wie du dich jetzt bemühst, mit mir Hochdeutsch zu sprechen, ja. Machen wir hier die Parallelen. He? Genau. Gut. Also ihr seid seit 7 Jahren unterwegs in verschiedenen Gemeinden mit einer Ausstellung, ja. Wo ihr eigentlich dieses Wissensgut der Pflanzenheilkunde und eben natürlich seiner eigenen Person wieder im Volk wieder festigen wollt. Mhm. Also mein Schwiegervater hat ihn bestens gekannt, er kommt ja aus dieser Gegend da, aus Zitzers, habe immer wieder gehört, wie er ihn zitiert hat, mit einem kleinen Schmunzeln auch, weil es nicht jedermanns Sache gewesen, aber der Erfolg von Johann Künzli hat ihm ja recht gegeben. Ja, ich denke schon. Also der Erfolg war sehr groß. Das Marketing, das er gepflegt hat, da ist man sich nicht ganz sicher, hat er das ganz allein getätigt oder hat er da einen Mitarbeiterstab im Hintergrund, der ihn da auch, der gewusst hat, wie man das herausholen kann aus diesem besonderen Menschen. Sicher federführend war seine Nichte, die Christine Künzli. Und das hat einfach seine Wirkung gehabt. Und diese Wirkung, das merken wir, wenn wir mit der Ausstellung unterwegs sind und sie zeigen, das fasziniert die Leute immer wieder und immer wieder von Neuem. Und wir merken es auch, wenn wir Führungen machen in der Ausstellung, dass es packt die Leute. Mhm. Es packt auch uns natürlich. Und wenn ich von einer Sache begeistert bin, dann kann ich das auch gut nach außen tragen. Ja, es gibt also Ausnahmemenschen, sage ich immer wieder, wo auch der natürlich einer davon gewesen ist. Ich frage mich immer wieder, wie konnte er die Wirkstoffe von diesen, glaube ich, hauptsächlich 100 pflanzlichen Stoffen dermaßen verstehen, dass er weiß, mit welchen Wirkstoffen er welche Krankheitsbilder eigentlich bearbeiten kann oder behandeln kann. Hast du für dich hier eine Erklärung? Ja, ich glaube, das kann man sehr schön aufzeigen. Also wenn es um die Pflanzenheilkunde geht, dann ist der Kräuterpfarrer, das darf ich glaube ich sagen, ein Autodidakt. Er hat über seine Kindheit die Pflanzen kennengelernt. Sein Vater war da die Anfangslehrfigur, später dann ein Pater in Einsiedeln. Und dann hat er immer wieder Pflanzenbücher sich organisiert
und diese dann auch ganz gründlich studiert. Er berichtet selber in einem Film, und da bin ich dann zu den ganz alten Büchern gekommen und habe diese gründlich studiert. Mhm. Und dieses Wissen lässt er dann auch in seinen Publikationen einfließen. Mhm. Also er betont das auch ganz deutlich. Eine wichtige Schrift, die dazu gehört, das ist der Taberna Montanus. Das ist ein Pflanzenwerk mit über 3000 Pflanzen, das in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Basel auf Deutsch herausgekommen ist. Und das hat er wirklich ganz gründlich studiert. Und man weiß, er hat an den Seitenrändern Notizen angebracht, um dann sein Wissen eigentlich an seinem Wissen zu bauen. Und hat das einfließen lassen in seinen Publikationen. Er hat sich aber spezialisiert auf diese, nicht 5000, sondern auf 100. Ja. Und hat die großen Wirkungen gehabt. Und sind diese 100 eigentlich immer solche Kräuter gewesen, die regional gewachsen sind? Ja, es sind Pflanzen, die wahrscheinlich ganz viele Menschen, die auch nichts von Pflanzen verstehen, kennen. Oder es hat Pflanzen darunter. Also die eine, denke ich, das ist der Löwenzahn. Ja, klar. Den kennt man. Da macht man, hast du noch etwas Besseres. Ja. Wobei auch diese großartige Löwenzahn wird heute geschmäht. Die Leute sehen das nur noch als Unkraut an. Je nachdem, welchen Anspruch den man pflegt oder hat für seinen Garten, ist der Löwenzahn ein Unkraut, ein geschmähtes Unkraut. Wenn er im Frühling die Lust der frischen Kräuter weckt in der Küche für einen Frühlingssalat, dann liebt man ihn wieder. Ja. Also ich hatte kürzlich den Dr. Joachim Mutter hier. Mhm. Dann hat er gesagt, komm, wir gehen schnell herunter, hat frischen Löwenzahn bei uns. Sind wir runtergegangen, hat einen ganzen Sack voller zusammengepackt und gesagt, das ist so wertvoll. Und da hat er mir eine Blüte gegeben, die ist noch nicht ganz geöffnet gewesen. Mhm. Und gesagt, iss mal. Mhm. Da habe ich das gegessen und dachte, boah, ist das lecker. Mhm. Noch nie gehabt. Ja. Noch nie gehabt. Ich habe nur gestaunt. Das ist beim Löwenzahn, ist es auch schön zu sagen, im Frühling, wenn die Blattrosette kommt, dann ist die sehr lecker in Frühlingssalaten. Sie bringt auch Bitterstoffe mit und die helfen uns, Fehlendes vom Winter wieder zu ergänzen. Wenn der Blütenstängel hochkommt mit der Blüte daran, dann gibt es ja immer wieder Leute, die kennen sich aus mit dem Blütenhonig herstellen. Dann ist die ganze Kraft in der Blüte und dann eignet sich die eben auch wieder zur Dekoration in Salaten. Schmeckt aber natürlich gut, wie du gesagt hast. Und ergibt dann einen ganz kräftigen Honig. Mhm. Zieht sich die Pflanze zurück gegen den Herbst, dann geht die ganze Kraft in die Wurzel. Und wenn ich die Wurzel ausgrabe, dann kann ich mir mit einer leichten Bouillon ein wunderbares Gemüse zubereiten mit der Löwenzahnwurzel. Also das ganze Jahr bringt mir diese Pflanze Leckeres in den Mund, aber ich weiß auch von den Inhaltsstoffen her, sie stärkt mein Immunsystem oder sie stärkt in mir das, was mir fehlt. Mhm. Du hast da gerade ein riesen Fass aufgemacht. Ich hatte gerade kürzlich Besuch eines Professors, der sich mit Phytotherapien auskennt. Mhm. Der hat mir zum Beispiel gesagt, es ist so traurig, dann wird im Großhandel Baldrian verkauft und es ist gar kein Baldrian drin, beziehungsweise es ist was drin, aber das Falsche. Dann wirkt es nicht. Mhm. Die Leute kaufen billiges Baldrian und haben keine Wirkung und ärgern sich einfach über die Pflanzenheilkunde, dass sie nicht wirkt, obwohl es eben das Falsche ist. Und man weiß das, und genau so, wie du jetzt gesagt hast, der Löwenzahn ist ja gut und recht, aber im Herbst nimmt man die Wurzeln. Aber das muss man wissen. Ja. Und dieses Wissensgut ist einfach, das müssen wir irgendwie mal dokumentieren, wirklich von A bis Z durchdokumentieren. Und wenn diese 100 Pflanzen, wie du gesagt hast, auch in der Schweiz wachsen, dann müssten wir doch hier diese Pflanzen hinstellen, in die Hand nehmen und zeigen, was machen wir damit. Mhm. Wäre ein schönes Projekt, hä? Das war ein Begleitthema in unserer Ausstellung Wesen Amden. Da haben wir mit Kräuterschildern
aus dem Kräuteratlas von Pfarrer Johann Künzle. Am Wegrand, wenn wir sie gefunden haben, haben wir diese Kräuterschilder gesteckt und haben Leute eingeladen, mit uns die Kräuterwanderungen zu machen. Und so haben wir auch gemerkt, so können wir das Wissen und das Anliegen von Kräuterpfarrer Künzle in die heutige Zeit übertragen. Auch das hat sehr fasziniert bei unseren Gästen. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch wirklich ein Bedürfnis, dass man da Kenntnisse wieder aufarbeiten kann. Mhm. Du selber würdest diese 100 Pflanzen eigentlich noch finden, wild in der Natur? Fast alle. Ja. Ich bin immer wieder unterwegs und ich finde vieles. Man muss allerdings auch wissen, mit welchem Boden, mit welchem Klima wächst die eine oder andere Pflanze. Ja. Und da ist leider ein großes Ungleichgewicht in unserer Landwirtschaft oder in unseren Wiesen, je nachdem, wie die gepflegt oder gehegt werden. Oder Monokulturen. Ja, halt. Ja, leider. Aber ich bin überzeugt, wir finden noch alles bei uns. Mhm. Nicht mehr so ring wie vor 100 Jahren oder vor 75 Jahren, aber sie sind noch da. Du bist Gründerin des Vereins, du hast viele Jahre in der Schule verbracht, als Lehrerin. Und ich frage mich gerade, hast du dieses Wissen dieser Pflanzenheilkunde, du findest sie, kannst du sie auch so zusammenstellen, um einen Wirkstoff therapeutisch einsetzen zu können? Du bist nicht Therapeutin, aber du hast das Buch gelesen. Ich habe Kenntnisse über die Wirkstoffe, aber ich hüte mich davor, heiltherapeutisch das einzusetzen. Mhm. Das ist nicht mein Gebiet und ich möchte da diesen Leuten, die hier eine vertiefte Ausbildung haben oder eine vertiefte Auseinandersetzung pflegen, da möchte ich nicht vorgreifen. Gibt es denn noch ausgebildete Therapeuten, die heute eigentlich diese Kunst vom Pfarrer Künzle in der Schweiz nach wie vor umsetzen? Ja, da bin ich überzeugt. Ich kenne jetzt keine. Ich könnte keinen nennen mit Namen, aber es gibt viele Leute, die in diese Richtung arbeiten. Mhm. Und das bewusst tun und auch mit Leidenschaft und Herzblut, würde ich sagen. Mhm. Ja. Machst du es selber jetzt für dich selber oder für dich und deinen Lebenspartner? Oder? Er hat nämlich nur einmal erzählt in einem Gespräch, dass er entsprechend auch kocht. Also ich setze diese Kräuter gern in der Küche ein. Das ist mir ein großes Anliegen. Und die Jahreszeit spielt natürlich eine wichtige Rolle. Und dass ich da auch den richtigen Moment erwische, wo das Kraut oder die Blüte oder im Herbst die Beere eben wirklich auch gut schmecken. Mhm. Und dann möchte ich das natürlich richtig verarbeiten. Mhm. Also in diesem Sinn bin ich sicher richtig unterwegs mit diesem Gut, aber therapeutisch einsetzen, das möchte ich selber nicht, weil ich will nicht, dass dann da jemand kommt und sagt, ja, so geht es nicht. Aber ein Therapeut, der jetzt gerade diese Sendung sieht und eben dieses Buch liest, und könnte er durch dieses Buch letztendlich in die Lage kommen und sagen, oh, jetzt habe ich einen Schatz gelernt, den kann ich ja periodisch in meinem Ermessen, meinem Patienten weiterreichen? Ich denke, ja. Das sollte nach wie vor möglich sein. Kräuterpfarrer Künzle hat dieses Buch natürlich auch geschrieben für die Menschheit im weitesten Sinn. Also er nennt es auch für die leidgeplagte Menschheit. Und er schreibt an verschiedenen Orten, dass die Hausfrau, die Mutter, die erste Person ist, die in einer Familie von Unwohlsein oder von Krankheiten ihrer Familienmitglieder erfährt und dass sie eben auch diese Aufgabe wahrnehmen muss, um zu helfen und Schmerz zu lindern. Mhm. Und da findet man natürlich viele Ratschläge oder Hinweise in seinem Buch. Dieser Professor, der kürzlich da ist, ich möchte ihn kurz zitieren, der hat mir ein paar Dinge erklärt, das hat mich einfach wirklich in totale Demut gebracht.
wie eine Pflanze wirklich über eine Evolutionsgeschichte von Hunderten, von Tausenden von Jahren hinweg so geworden ist, wie er jetzt ist. Einfach perfekt, um Wind, Wetter, Kälte, Wärme überstehen, überleben zu können, um Fressfeinde abzuwehren. Es ist einfach ein perfektes Gleichgewicht. Und in solchen Spektralanalysen, die man im Labor machen kann, ist das nicht nur einfach ein Pix, sondern 1 bis 2 Millionen verschiedene Wirkstoffe in solchen Pflanzen drin. Das heißt, das sind ja unglaubliche Schätze. Und er sagt als Wissenschaftler, wir wissen eigentlich noch überhaupt nichts. Überhaupt nichts über diese großartigen Schätze, was da alles drin ist. Und das finde ich einfach nur überragend, einfach zu erfahren, gehört zu haben, in die Demut zu kommen, sagen, mein Gott, da gab es einen Pfarrer Künstler, der hat das einfach gekonnt, mit 100 Pflanzen zu arbeiten und so viel Gutes zu bewirken im Volk, wo ja eben auch mit viel Leid zu ihm gekommen ist. Schöne Geschichte, gell? Ja, das gefällt mir sehr. Und es zeigt mir auch, dass die Wirkstoffe in den Pflanzen, die leben von ihrem darüber und daneben und darunter. Es gibt ja dann noch andere Stoffe in einer Pflanze, die nicht die gleiche Bedeutung haben wie der Wirkstoff selber. Und das, glaube ich ganz fest, das kann die Synthese nicht nachbilden. Mhm. Und daher haben Pflanzenkräfte da ihre eigene Ausstrahlung und ihre eigene Wirkung. Mhm. Und das freut mich eigentlich sehr, dass man einfach nicht alles nachbilden kann. So ist es, genau. Man hat auch Fritz Albert Popp, der Professor, gesagt, über Biophotonen zum Beispiel, dass einfach solche Pflanzen und das Chlorophyll und diese Energie, die abgeht, letztendlich einfach das Lebenselixier ist für uns Menschen. Nun, wie viele Bücher hat denn eigentlich der Pfarrer Künzle geschrieben? Es sind 3 eigentlich Hauptwerke. Das Chrut und Uchrut, das kommt 1911 heraus. Das, was diese 2 Millionen Auflagen Jawohl. Schon hat. Ja? Dann begleitend dazu der Kräuteratlas, der mit Bildern, mit Illustrationen versehen ist, damit man diese Pflanzen auch richtig erkennen kann und wählen kann, wenn man sie sammeln möchte. Und dann zum Schluss seines Lebens kommt das große Kräuterheilbuch als eigentlich Erbe oder auch als sein Testament. Zwischenzeitlich hat er eine Monatszeitschrift herausgegeben, das Salvia. Das kann man heute verstehen wie ein Beipackzettel zu einem Medikament. Aha. Da gibt es wirklich ganz viele kleine Hinweise mit Ratschlägen, die eine Pflanze oder eine Präparation einer Pflanze aufzeigen, wie man das nutzen oder pflegen kann. Dann hat er noch, das finde ich auch immer wieder ganz spannend, Künzles Jahreskalender herausgegeben. Und da hat es Ratschläge drin, auch für die Bauern und für ihr Vieh. Der Bauer muss ja seinem Vieh auch schauen. Und da hat es ganz, ganz gute Hilfestellungen. Und wir kennen Bauern in Amden, die haben zerschlissene Künzle, Kräuterkalender und wissen noch genau, auf welcher Seite man nachschauen muss, wenn die Kuh dieses oder jenes Leiden hat. Und das wurde also wirklich genutzt. Auch das gefällt mir natürlich sehr. Extrem. Ist das, was du jetzt gerade sagst, jetzt auch mit den Kühen, ist das in eurem Sammelwerk, in dieser Jubiläumsausgabe auch enthalten? Nein, das ist im großen Kräuterheilbuch nicht drin. Für das hat er den Volkskalender, Künzles Volkskalender dort genutzt. Ist drin, ja, dort ist das drin. Aber diese Jubiläumsangabe ersetzt eigentlich jetzt für mich auch das Suchen nach den alten Werken, diesen ersten 3 Bänden. Also dieses Buch 1, 2 und 3 von ihm, wenn ich dieses habe, habe ich eigentlich alles enthalten. Ja, dann hast das reicht. Das hast du alles. Ja. Und du kannst dich wirklich gut einrichten. Du kannst vieles erfahren über, der Titel sagt ja auch, für gesunde und kranke Tage. Ja. Also es wird auch berichtet über eine Lebenshaltung, also wie pflege ich mich, damit ich eigentlich gesund durchs Leben komme. Mhm.
nicht nur nachschauen, wenn mir irgendein Unwohlsein aufkommt, sondern dass ich auch anderes lesen kann. Und da gibt es ganz amüsante Sachen. So. Zum Beispiel, da haben wir uns wirklich amüsiert, dass die Familie darauf schauen muss, dass die Hausfrau, die Mutter, Ferien machen muss, damit sie sich erholen kann, um eben nachher ihre Schützlinge wieder gesund durchs Jahr bringen. Und wie das beschrieben ist, das finde ich einfach köstlich. Also ich schlage jetzt nur gerade eine Seite auf und da steht schon Darmentzündung, heute eine Volkskrankheit, kaum jemand hat keine Darmentzündung. Und hier steht doch glatt drin, der Kranke muss im Bett bleiben und was er alles machen kann, Engelsüß und Wiesengeißbad mit etwas Fenkel. Da geht mir das Herz auf. Also wenn man das macht und dann eben vielleicht auch sogar so noch Erfolg hat, ohne jetzt zum Arzt zu rennen und einfach nur großartig. Gibt es irgendwo Leseproben zum Beispiel zu diesem Buch? Habt ihr da irgendwo eine Homepage erschaffen, wo man ein bisschen was nachlesen kann zu diesem Werk und von Johann Kürzer? Wir präsentieren das Werk auf unserer Homepage www.krutundunkrut.ch. Krut und Unkrut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist CH gemeint für die Deutschen und Österreicher. Wir Schweizer haben immer so das Ch drin, das CH. Also Krut und Unkrut.ch, gerne. Ja, also da findet man den Hinweis zum Buch, wie man es erwerben kann. Ja. Und man findet auch ganz kleine Angaben über den Inhalt. Also der Klappentext. Der Klappentext unter anderem. Ja. Gut. Die Ausstellung, die jetzt noch als Abschluss in Zitzers ist, die ist noch bis wann geöffnet? Die geht am 14. August auf mit einer Eröffnung, Corona-freundlich, und hört am 26. September auf. Dann werden wir dieses Material versorgen und das Buch hoffen wir, dass sich das natürlich noch länger verbreiten wird. Das Material versorgen, da sind ja so viele Originaldokumente drin. Ist das alles euer Eigentum oder ist das Sammelwerk vom Vereinen oder habt ihr die Familienmitglieder noch gefunden, die das vorübergehend euch zur Verfügung gestellt hat? Wir haben viele Dokumente erhalten durch Leute, die gemerkt haben, da ist jemand mit Herzblut unterwegs und denen geben wir das zur Ausstellung, um zu zeigen in der Ausstellung. Dann hat die Kräuterpfarrer Künzle AG mit Sitz in Nittingen, die Firma heute noch führt und einzelne Produkte noch herstellt, sie hat ein großes Archiv mit wunderschönen Einzeldokumenten. Das ist auch ein Schatz, den haben wir mehr oder weniger aufgearbeitet. Der steht uns auch zur Verfügung. Und dann, wenn man Herzblut verschüttet für eine Sache, dann geht man auch selber auf die Suche. Und da haben wir einiges gefunden, das uns wirklich Freude bereitet. Dann darf ich den Zuschauerinnen und Zuschauerinnen noch einfach sagen, in Zitzers, in der Schweiz, im Kanton Graubünden, ist diese Ausstellung noch vorhanden im Schloss Zitzers, heißt das. Und dann hat es noch ein Kräutergeweg, wo alle Kräuter noch gesät sind, mit Beschreibungen dazu. Da kann man wirklich einen schönen Lehrtag verbringen und noch viel lernen über diese Geschichte. Ihr seid selbst dann auch vor Ort? Zeitweise sind wir vor Ort, Wir bieten auch eine Kräutersprechstunde an im Kräutergarten. Nein, so cool. Wunderbar. Und wenn man es wünscht, bieten wir auch eine Führung an in der Ausstellung. Anne-Kathi, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen. Danke sagen, dass dieser Schatz von Johann Künzle erhalten bleiben darf und ihr es eben so mit viel Herzblut hinaustragt und auch heute zu mir ins Studio gekommen sind, um darüber zu erzählen. Ich bin stolz darüber, dass das ein Schweizer gewesen ist und wir Schweizer einen solchen Kräuterpfarrer, einen Pfarrer mit Weltruf haben durften hier in der Schweiz, der eben mit der Pflanzenheilkunde so erfolgreich umgehen konnte. Also nochmals, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns vielleicht ein anderes Mal wieder. Danke für eure Zeit. Auch dir und Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.